Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen Projekt von mir. Und zwar würde ich ganz gerne mal wieder bei Jurassic World Evolution, es ist lange her, einfach mal wieder einen schönen Park bauen. Und das würde ich gerne zusammen mit euch machen. Und ich glaube, dafür bietet sich ganz gut die Herausforderung an. Die sind nämlich neu, da habe ich letztens auch noch so ein gelbes Neuschild dran gesehen. Aber ich habe da schon einmal drauf geklickt, um zu gucken, was das ist. Und deswegen ist das Schild da nicht mehr da. Und ich würde sagen, wir versuchen diesmal diese Herausforderung zu schaffen. Und zwar gibt es hier verschiedene Schwierigkeitsgrade, wie ihr seht. Darauf gehen wir aber gleich nochmal genauer ein. Und das Wichtigste eigentlich daran sind hier rechts die Sachen, die man freischalten kann. Deinonychus Dschungelmuster wird mit 5 Sternen auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Das sollten wir hinkriegen. Und Indominus Rex Küstengebietsmuster wird mit 5 Sternen auf dem Schwierigkeitsgrad Jurassic freigeschaltet. Den hätte ich tatsächlich sehr, sehr gerne, den Indominus Rex Skin. Und deswegen müssen wir das Ganze wahrscheinlich auf diesem schwersten Schwierigkeitsgrad versuchen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Wir lesen uns das Ganze mal durch. Schwierigkeitsgrad Jurassic, Herausforderungsmodus. Die Bedingungen sind, wir haben 3 Millionen Startkapital. Dinosaurier-Anforderungen sind gigantisch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mega, mega viele Dinosaurier haben und verschiedene Arten haben und so weiter. Katastrophenhäufigkeit andauernd. Ach du Schande. Das klingt ja schon mal super nervig, aber ich will echt diesen Skin gerne freischalten. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Hammond Foundation Gebühr ist wucherisch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich ganz viel Geld abdrücken irgendwie. Warum auch immer wir das abdrücken müssen, das weiß ich nicht. Vorgegebene Zeit 12 Minuten. Was? Sind das 12 Minuten? Oder 12 Stunden? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Warte mal. Okay. Bei den anderen Schwierigkeitsgraden geht die runter, die Zeit. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall irgendwie eine vorgegebene Zeit. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich hoffe es wirklich. Schnellste Abschlusszeit ist keine vorgegeben. Ich würde sagen, wir versuchen es auf jeden Fall, weil ich würde echt gerne diesen Indominus Rex Skin freischalten. Das wird aber super, super schwer und wir müssen wirklich einen sicheren Park bauen. Ihr seht ja, wenn ständig Wirbelstürme und so kommen, dann wird das super schwierig. Ich würde sagen, wir starten das Ganze. Wir begeben uns auf Isla Nublar, ist das, glaube ich. Ja, Isla Nublar. Und dann schaffen wir das hoffentlich. Spiel lädt auf jeden Fall. ...120 Meilen westlich von Costa Rica, Isla Nublar. Ach, wunderschöne Insel. Ganz viel Natur, freie Fläche, Wasser, Bäume. Wunderbar. Da geht's auch schon los. Herausforderung, Isla Nublar. Ziel: Fordern Sie sich selbst heraus und versuchen Sie, so schnell wie möglich eine Insel... ...auf Isla Nublar. Hier dürfen Sie beweisen, dass Sie Erfolg haben können, wo andere gescheitert sind. Im Herausforderungsmodus wird Ihre Fähigkeit, einen Park zu betreiben und zu verwalten, wirklich auf die Probe gestellt. Alles klar, Mr. Finch, wir versuchen es auf jeden Fall. So, das Ziel, wir sollen auf jeden Fall möglichst schnell eine 5-Sterne-Bewertung erreichen. Hammond Foundation Gebühr. Die Hammond Foundation Gebühr wird einen Teil ihrer Einnahmen behalten, der sich an den Einnahmen ihrer Insel bemisst. Außerdem wird sie ihren Anteil erhöhen, aber nie senken. Oh, okay, also die zwacken ordentlich Kohle ab. Rufverfall und Forschungszeit. Der Abteilungsruf verfällt jetzt im Laufe der Zeit und die Fertigstellung und Forschungsprojekte dauern länger. Dauert länger. Ja, ich glaube, erforscht und so haben wir ja auch schon ziemlich alles. Also das sollte jetzt kein Problem sein. Versagt. Wenn Sie länger als 3 Minuten im Minus sind, haben Sie versagt. Oh, okay. Das heißt, wir müssen wirklich gut wirtschaften. So. Ach du Schande. Da haben wir auch schon rechts unten ein paar Missionen, wie ihr seht. Vervollständigen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Vielleicht müssen wir doch forschen. Eieiei. Okay, das wird wirklich eine krasse Herausforderung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal anfangen. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem kleinen Weg. Welche Wegfarbe nehmen wir da? Wir müssen ja echt gut wirtschaften. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die sind. Billig, normaler Weg. Wir nehmen mal so einen normalen. Einen schmalen Weg erstmal. Ich würde echt gerne einen schönen Park bauen, aber wir müssen halt echt aufs Geld achten, so ein bisschen. Deswegen, ja, das wird schwierig. Oh, ich habe hier gar nichts freigeschaltet. Holy shit, okay. Das wird super spannend, Leute.
Wahrscheinlich haben wir da noch gar nicht viele Dinosaurier zur Verfügung. Die müssen wir wahrscheinlich auch erst erforschen. So. Gefällt mir eigentlich irgendwie nicht. Direkt so ein Kraftwerk. Ja, wir machen das mal. Wir müssen jetzt ja nicht so Platschbauen bauen. Ja, wir machen das mal hier in die Ecke. Und machen hier die Stromleitung hin. Sehr schön. Dann haben wir unser erstes Kraftwerk für Strom. Isla Nublar. Oh Gott, ich konnte es nicht lesen. Egal. Irgendwas mit Finanzen. Steht wahrscheinlich nur, dass alles teuer Geld ist. So, sehr, sehr gut. Damit haben wir unser erstes Kraftwerk. Dann bauen wir eine Ranger-Station, sollen wir versorgen. Boah, wir sind jetzt schon nur noch bei 2,5 Millionen. Wir müssen auch unbedingt unsere ersten Dinos machen, aber eine Ranger-Station brauchen wir. Weil, ja. Gott, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so zu spielen. Machen wir Ranger-Station auch mal hier in diese Gegend. Das passt schon, denke ich. So. Okay. Das heißt, wir können hier einmal. Oh, ne. So. Machen das so. Na, das sieht doch ganz gut aus. Und dann müssen wir eigentlich. Oh, war jetzt irgendwie unnötig. Ich hätte das auch direkt verbinden können. Fällt mir gerade mal auf. Ich weiß es auch nochmal ab. Boah, ich verklick mich aber auch. Ich bin es halt echt nicht mehr gewohnt. Aber aller Anfang ist schwer. Und damit haben wir unsere erste Ranger-Station. Und jetzt müssen wir eigentlich die erste Attraktion mal machen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, welche Dinosaurier wir gleich machen können. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen. Das Problem ist. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Sehr gut. Das haben Sie bewiesen. Danke. Gern geschehen. Damit haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht so ein kleines Gehege machen, wo wir dann immer die Dinosaurier ausbrüten, dass wir nicht in jedes Gehege eine Ausbrütstation machen müssen. Aber eigentlich haben wir genug Platz. Aber das Geld wird halt knapp, ne? So. Oha, wählen Sie einen Auftrag aus. Machen wir mal Sicherheit. Dieser Auftrag ist ganz neu und ich gebe Ihnen die Möglichkeit, ihn sich als erstes zu schnappen. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch und finden Sie ein Fossil hoher Qualität. Das kriegen wir hin, aber erstmal müssen wir unser erstes Gehege bauen. Fossilien suchen ist gerade noch nicht, mein Freund. Wir werden natürlich ein Pflanzenfressergehege bauen. Guck mal, ich habe gar nichts erforscht, ey. Es ist nichts freigeschaltet. Warte, ich move mal meine Cam noch ein Stückchen rüber. So, ich hoffe, die bedeckt jetzt nichts. So, wir werden jetzt auch nicht zu groß bauen. Müssen wir mal schauen. Das Geld, ey, guckt euch das an. Das Geld, das geht runter. So, wunderbar. Unser erstes Gehege. Bisschen zu viel Wald tatsächlich. Aber das willst du machen. So. Das ist nicht das Schönste, aber wir müssen jetzt echt erstmal. Es geht jetzt gerade einfach nur ums Geld. So. Wunderschön. Und dann machen wir noch so einen Futterspender hier hin. Wir müssen eigentlich auch noch so eine Aussichtskuppel oder sowas machen. Wo haben wir die denn? Da. Sehr gut. Seht ihr, Leute, es läuft doch. Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, das wird super schwierig, diese Mission. Aber ich hätte gerne den Skin von dem Indominus Rex. So. Dann schauen wir mal, was wir als ersten Dinosaurier so machen können. Oha, wir haben gar nichts freigeschaltet. Alter. Okay, das wird ein ganz schöner Akt werden. Jetzt müssen wir erstmal so ein Fossilienzentrum bauen und unseren ersten Dino erforschen. Wie soll man das denn vom Geld her schaffen? Das ist ja richtig heftig.
Aber wir brauchen unbedingt unseren ersten Dinosaurier. Forschungszentrum, das batsche ich hier noch in die Ecke, passt schon. Fossilienzentrum, Entschuldigung. Forschungszentrum, das ist gerade noch nicht drin, vom Geldlichen her. So, wunderbar, haben wir das auch. Irgendwas ist noch nicht mit Strom versorgt, da müssen wir nochmal eben... Na, kriegen wir das... Ah, das geht nicht, ne? Na, ich glaube, ich muss zwei von den Dingern bauen. Setze ich mal hier einen hin. So. Und hier einen hin. Nein, das passt nicht. Ach, wie ärgerlich. Ja. So. Okay, wir haben unsere Grundrisse auf jeden Fall jetzt hier schon mal gemacht. Das ist ganz gut. Und dann müssen wir jetzt gleich auf Fossiliensuche gehen. Das ist ja was ganz Neues gefühlt. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Cut machen. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Keine Zeit verlieren. Wir wollten unseren ersten... Ach, wir wollten ja erstmal Fossilienteams losschicken. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien. Ja, weiß ich doch. Um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Das weiß ich alles, mein Freund. Ist mega aufregend. Ich habe es aber echt lange nicht mehr gemacht, tatsächlich. Senden Sie mit Hilfe. Ach nein, ich brauche ja auch noch... Oh Gott, ey. Ich brauche noch ein Gebäude, Leute. Das Geld wird jetzt schon knappo. Das ist gar nicht gut. Betriebsgebäude, wir brauchen noch ein Expeditionszentrum. Damit wir Forschungsteams haben, die wir dann losschicken können. Boah, das platztechnisch ist das hier schon wieder alles... Totaler Murks, aber was wollen wir machen? Geht nicht anders. Ich würde sagen, wir... Schon schön, wenn das hier noch im Strombereich wäre. Boah, ich mache das Gehege ein bisschen kleiner, Leute. Sonst wird mir das hier zu knapp. Also schön bauen wird, glaube ich, nichts bei den Geldproblemen, die wir hier haben. Aber wir schauen mal, wir machen auf jeden Fall das Beste draus. So, Betriebsgebäude. Was habe ich gesagt? Ein Expeditionszentrum. Das machen wir dann hier daneben. Sollte jetzt auch mit Strom versorgt sein, weil hier ist ja ein Umspannwerk. Das ist perfekt. So. Gott, ich bezweifle, dass wir das schaffen. Ey, sobald die ersten Stürme losgehen, ist RIP. Wir müssen eigentlich hier schon so einen Schutzraum bauen, aber ich weiß, dass die Expedition kostet noch Geld, die Dinosaurier kosten noch Geld. Und guck mal, wie wenig Geld wir nur noch haben. Also... Das wird wirklich, wirklich happig. Ich glaube, ich hätte am Anfang nicht keine Ranger-Station bauen dürfen. Oder? Was habe ich falsch gemacht? Also ich glaube... Ein Expeditionszentrum ermöglicht Mensch, ich weiß das doch alles. Teams weltweit nach so. Neuen Fossilien suchen zu lassen. Gott. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. So, wir werden Struthiomimus erstmal versuchen zu erforschen, weil ich weiß, dass der Struthiomimus wirklich wenig Geld kostet. Und das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, ihr seht ja die Kosten, ne? Wir haben echt nicht mehr viel Geld. Keratosaurus. Hyango. Hyangosaurus. Ja, was auch immer. Okay. Wir müssen jetzt warten. Da, unser Grabungsteam kehrt gerade zurück, ist jetzt hier gerade im Landeanflug. Bringt uns jetzt die ersten Fossilien, das ist sehr gut. Die müssten jetzt hier zu finden sein. Fossilien ansehen, dann schauen wir mal, was die gefunden haben. Oh, zweimal Bernstein, stimmt, man kann die ja auch verkaufen. Ich war mir bei diesem Auftrag nicht sicher, aber oh, sehr gut. Der Vorstand ist zufrieden und Sie sollten es auch sein. Damit haben wir gerade nochmal 150 bekommen, das ist super. Und wir brauchen noch einen Auftrag. Ich würde sagen, wir machen diesmal Unterhaltung. Wir versuchen, alles hier in der Waage zu halten, die drei verschiedenen Sachen. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Okay, dann wirtschaften Sie mindestens 300.000 durch den Verkauf von Dingensen. Ja, ich... Leute, Bernstein werde ich jetzt erstmal verkaufen. Ich brauche die Kohle. Wir müssen jetzt halt ab und zu mal... oder mal öfter so ein Team losschicken. Ich weiß gar nicht, was es kostet, noch so ein Team zu holen. Ja, gar nichts erforschen, ne? Das ist echt krass. Kann gar kein Grabungsteam dazu holen.
So. Ja, der Nachteil an dem Strutiumimus-Ding ist tatsächlich, dass das, dass die Knochen nicht so viel wert sind. Wir gehen mal hier hin. Und schauen mal. Oh, Leute. Wir haben hier einen Gewinn pro Minute von minus 10.000. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir müssen unbedingt den ersten Dinosaurier bekommen. Zum Glück ist unser Forschungsteam gerade schon gelandet. Jetzt sagen wir, schicken das schon mal los, während wir hier schauen. Wir können gerne hier nochmal hin und uns nochmal was ranholen. Und währenddessen gucken wir uns mal eben die Fossilien an, was wir da haben. Triceratops. Ja, ich weiß nicht, ob ein Triceratops... Aber der ist eigentlich nicht schlecht für den Anfang der Triceratops, ne? Wollen wir auf den Triceratops gehen? Das können wir eigentlich machen. Das machen wir. DNA extrahieren. Oh nein, das können wir gar nicht verkaufen. Dann müssen wir das auch extrahieren. Schade, schade. Aber hier haben wir nochmal 100.000 bekommen. Das ist sehr gut. Wir sind jetzt wieder bei 400.000. Also das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das ist jetzt halt nur so ein bisschen ein zeitlicher Akt. Aber ich denke mal, ich werde einfach für euch immer die Wartezeit rausschneiden. Geht ja nicht anders. So, da ist unser Helikopter wieder. Und wir schicken ihn direkt wieder los. Nochmal zur gleichen Ausgrabungsstätte. Und gehen zu den Fossilien. Zweimal Bernstein wieder am Start. Die Frage ist, extrahieren wir das jetzt alles? Ich würde fast sagen, ja. Wir verkaufen dann immer diese Nebenfunde noch, die wir nicht gebrauchen können. Hier haben wir einmal Edmontosaurus Bernstein. Das extrahieren wir auch. Vielleicht, ja, für den Strutiumimus ist sowieso keine Nachfrage. Den müssen wir eh extrahieren. Bernstein ist zwar immer recht viel wert, aber jetzt gerade sieht es ja einigermaßen okay aus. Was mir tatsächlich noch sehr am Herzen liegt, ist... haben wir das überhaupt schon? Das haben wir gar nicht. Eine Sturmabwehrstation. Oh, 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 das ist nicht gut, weil die brauchen wir unbedingt, weil wenn es hier wirklich viele Katastrophen gibt und so. Ah, das ist happig. Dafür brauchen wir dann... was brauchen wir denn dafür? Forschungszentrum, das müssen wir auch noch bauen. Kostet aber 400.000, also ist momentan einfach nicht drin. Leider, leider. So. Der Hubschrauber ist wieder da, das ist sehr gut. Schicken wir aber direkt nochmal los. So, und gehen zu den Fossilien. 277.000, das ist wirklich knapp. DNA extrahieren. Ja, das ist gut, dass wir gerade Triceratops finden. Und dass wir diese Nebenfunde haben. Fossile Exkremente, das ist sehr gut. 40.000 bringen die uns. Und Rhenium, 100.000. Perfekt. Können wir gut gebrauchen. Hey. War die Expedition ein Erfolg? Sehr natürlich. Na gut. Ja, gut, jetzt haben wir nochmal durch die Verkäufe von diesen Fossilien-Sachen haben wir nochmal ein bisschen Geldbonus bekommen. Und jetzt machen wir eine Wissenschaftsabteilungsmission. Ich habe gerade von einem neuen Auftrag erfahren, der für die Wissenschaftsabteilung nützlich sein kann. Das ist sehr gut. Ich bitte Sie um Ihre Loyalität. Schließlich sind wir auch loyal. Ja, ganz ruhig. Erhöhen Sie Ihre Inselbewertung auf 0,5 Sterne. Nehmen wir natürlich an, weil das müssen wir so oder so machen. Aber das können wir erst machen, wenn die ersten Dinosaurier am Start sind. Oh, es regnet. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Und da kommt unser Helikopter. Sehr gut. Schicken wir aber direkt wieder los. Zu den Fossilien. Ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Oh, was haben wir hier gefunden? Rhodium, sehr gut. 80 bringt das. Und Silber 120. Okay, Fossilien sind wirklich, wirklich gut. Immer diese ganzen Nebenfunde, die bringen gut Kohle rein. Und damit können wir dann weiter unsere Fossilien oder unsere DNA für die Dinosaurier vervollständigen. So, der Helikopter ist wieder mal gelandet. Ihr kennt das Spielchen. Losschicken zu den Fossilien. Was hat er denn Schönes gefunden? Strutiumimus und Edmontosaurus. Extrahieren wir beides. Geldlich können wir uns ja gerade momentan ganz gut bei circa 400.000 die ganze Zeit halten, meine Güte. Was ja an sich nicht schlecht ist. Ich weiß nur gerade oder gleich nicht, wie teuer unser erster Dinosaurier sein wird dann letztendlich. Ab 50% können wir die ersten Dinosaurier ausbrüten. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Das ist ganz nice. Schauen wir mal. So, wir schicken ihn natürlich wieder los und gehen zu unseren Fossilien. Ah, der hat wieder nur Strutiumimus gefunden.
Jetzt gerade hat er aber nicht so schöne Funde. Wir brauchen mal wieder so einen schönen Nebenfund, dass wir Geld reinkriegen. Weil ihr seht ja, das Geld, das geht wirklich rapide runter. Und ich würde ganz gerne so ein Forschungszentrum noch bauen, muss ich sagen. Aber es geht doch klar hier als erstes Gehege, oder? Oh. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ja, kennen wir natürlich alle schon. Ist ja witzig, dass er uns nochmal diese ganzen Anfänger-Tutorials anzeigt. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall vernünftig für ein Erstgehege, oder? Wenn er die Dinosaurier hier dann fressen, trinken und so, da haben die Zuschauer dann schon einiges zu schauen. Und da kommt auch schon unser Forschungsheli, auf den wir die ganze Zeit warten müssen, leider. Nützt aber ja nichts. Oh, wir haben ja auch noch einen Auftrag. Vervollständigen Sie ein neues Genom zu 60%. Das sollten wir auch bald erreichen. So, er ist gelandet und darf direkt wieder los. Und wir gehen zu den Fossilien. Oh, das war sehr, sehr gut. Hier haben wir mal wieder ein paar Nebenfunde. Rhodium für 80.000 und Rhenium für 100.000. Und was haben wir hier? Edmontosaurus extrahieren. Oh, das dauert aber auch lange. Guck mal. Eieiei. Und Struthiomimus extrahieren natürlich. Und damit können wir unseren ersten Dinosaurier eigentlich ausbrüten. Neues lebensfähiges Genom. Struthiomimus. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Wir werden jetzt hier reingehen. Problem ist, der ist erst bei 52%. Da ist die Lebensfähigkeit echt noch nicht hoch und so. Wir können eigentlich noch eben warten, bis unsere Forschung sozusagen weiter ist. Weil wir haben hier ja noch ein paar Struthiomimus-Dinger offen, seht ihr? Das warten wir auf jeden Fall nochmal eben ab. Und jetzt gerade kommt schon wieder unser Heli. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Expedition. Mach weiter. Wir brauchen Genome. Und wieder ein guter Nebenfund. Silber. 120.000. Okay. Jetzt sind wir wieder knapp an den 400.000. Das ist sehr gut. Und wir extrahieren natürlich weiter. Ich habe schon lange Jurassic World nicht mehr so gespielt, dass man die ganze Zeit sein Heli losschicken muss und Fossile finden muss. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, was hast du uns denn diesmal Schönes mitgebracht, mein Lieber? Ich guck mal, ob ich dich mal woanders hinschicken kann, wo es nur Triceratops gibt. Genau, weil ich würde gerne den Triceratops freischalten. Und der findet momentan nur noch Edmontosaurus und Struthiomimus, was mich ein bisschen ärgert, muss ich sagen. 6 von 6. Ich kann keine weiteren erforschen. Jetzt sollte es aber wieder gehen. Ich habe gerade den Bericht über Ihre erfolgreiche Mission gesehen. Wir sollten weiterhin derartige Fortschritte machen. Ich glaube, wir haben jetzt ein 60% Genom freigeschaltet, oder was war das jetzt gerade? Ich weiß es gar nicht. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen nochmal Wissenschaft, weil das ist momentan das, was am niedrigsten ist. Für mich zumindest. Was denken Sie? Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Das machen wir sowieso gerade die ganze Zeit, also sollten wir locker nebenbei eben erfüllen können. Und damit würde ich sagen, hatten wir gerade noch was offen vom Struthiomimus? Das müssen wir mal eben schauen. Wir den ansehen. Ah, tatsächlich ja. Ja. Das ist alles Edmontosaurus, ne? Struthiomimus ist aber gleich hier nochmal dran. Ich würde sagen, wir warten dieses Fossil nochmal ab und dann werden wir unseren ersten Dinosaurier zum Leben erwecken. Und das wird der Struthiomimus sein. Ist jetzt nicht das Mega-Highlight, aber der sollte auf jeden Fall schon mal ein paar Gäste in unserem Park locken. Damit wir mal ein bisschen Geld reinkriegen. So, er ist wieder gelandet. Und unzureichende Fossilienkapazität. Oh nein. Der muss jetzt warten. Mach schneller. Aber das heißt, er hat ganz viel gefunden für uns. Das ist sehr gut. Er hat wahrscheinlich 4 Stück oder so gefunden, weil der warten muss. Hier sind ja 3 freie Slots noch. Werden wir ja gleich sehen. Und jetzt seht ihr. Sehr gut. Wir schicken aber erstmal, bevor wir jetzt hier uns die Fossilien anschauen. Das war herausragende Arbeit. Sie haben meinen Dank. Gerne. Oh, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir wieder Unterhaltungsabteilung. Hier ist ein neuer Auftrag. Ich habe dabei sofort an Sie gedacht. Brüten Sie ein Struthiomimus aus und lassen Sie ihn mit einer Dinosaurierbewertung von mindestens 7 frei. Das passt sehr gut, weil wir wollten gerade ein Struthiomimus ausbrüten.
Also perfekt. Ja, Gewinn pro Minute minus 10.000. I know, was soll ich machen? Was haben wir denn hier? Rhodium für 80.000 ist sehr gut. Amphibienfossilien für 120.000, auch sehr gut. Und natürlich Triceratops. Und jetzt würde ich sagen, brüten wir unseren ersten Saurier aus. Eine Bewertung von mindestens 7. Ah, er hat sogar eine Bewertung von 7. Ich frage mich ja, wenn wir hier ins Genom gehen und den schon mal ein bisschen modifizieren, was er dann hat. Bewertung von 9. Der Preis steigt um 7.000. Das lohnt sich nicht, Leute. Wir brüten ganz normalen aus. Ich würde sogar sagen, wir brüten gleich 2 Stück aus. Mit einem Genom von 66%. Das ist gar nicht so schlecht. Das dauert jetzt ein bisschen, aber es geht recht schnell, wie ihr seht. Und dann haben wir schon unsere ersten Dinosaurier im Park. Und dann sollte das Ganze hier auch immer schneller vorangehen, wenn die ersten Gäste kommen und uns Geld bringen. So, wir gehen auf jeden Fall als nächstes auf den Triceratops. Machen wir schön weiter. DNA extrahieren. DNA extrahieren. Auch vom Bernstein ist egal. Wir brauchen ja gerade kein Geld. Es läuft ja ganz gut. Und das verkaufen wir. Wir sind bei einer 500.000. Momentan bin ich noch sehr zufrieden. Aber wir müssen ja einberechnen, dass wir unbedingt noch das Forschungszentrum bauen müssen. Und damit, Leute, das ist ein tolles Gefühl gerade. Der erste Dinosaurier in unserem Park. Nach viel Arbeit. No. Ich sag das mal so frei heraus. Wir beide sind ein bärenstarkes Team. Das sind wir, ja. Oh, ist das schön. Sehr gut. Da trinkt er. Und ich würde sagen, wir benennen ihn mal um. Ich nenne ihn Hans. So, Hans ist der erste Dinosaurier in unserem Park. Und der zweite ist auch schon fertig. Sehr gut. Jetzt haben wir 2 Struthiomimos. Jetzt sollten die ersten Gäste zu uns in den Park kommen. Hoffe ich doch mal. Mein Struthiomimos ist jetzt wirklich nicht das Mega-Highlight, aber immerhin. Irgendwann muss man, man muss ja klein anfangen, ne? So, wie nennen wir den? Hans und... wie nenne ich ihn denn? Hilde. Wie schreibt man den Namen? Oh nein. Das habe ich gemacht. Okay. War gar nicht am Tippen. Hildegard? Schreibt man das so? Hildegard. Ich hoffe. So, die beiden sind hier schön genüsslich am Snacken. Und wir kriegen schon die nächste Mission wieder rein. Das geht hier Schlag auf Schlag. Eieiei. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Oh, verkaufen Sie ein Struthiomimos mit einer Bewertung von mindestens 7. Das heißt, wir könnten rein theoretisch, um Gewinn zu machen, einen dieser Dinosaurier direkt verkaufen. Dafür brauchen wir aber eine ACU, also so eine Helikopterstation. Die haben wir gerade nicht, also können wir das noch nicht machen. Machen wir aber auf jeden Fall später. Die Triceratops werden wir weiter schürfen nach... So, was haben wir hier? Silber und Amphibienfossilien und noch mehr Triceratops. Fossilien, das ist sehr gut. Die werden wir erforschen. Und ich würde sagen, mit diesem Erfolg, Leute, wir haben unsere ersten 2 Dinosaurier, Hildegard und Hans. Und die werden auf jeden Fall die ersten Besucher anlocken, hoffe ich. Unser Park ist überhaupt offen. Ja, ist offen. Und wir sind sogar schon Gäste, oder sind das Forscher? Ich glaube, das sind schon Gäste. Wo die alle aussehen wie Forscher. Aber da hinten. So, ich wollte gerade sagen, mit unseren ersten beiden Dinosauriern beenden wir die erste Folge. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ihr dürft gerne auch unten kommentieren, falls ihr irgendwie Vorschläge habt oder Tipps für mich habt. Das werde ich auf jeden Fall brauchen, weil das wird, glaube ich, super, super schwierig hier werden. Aber wir schauen mal, ob wir das gemeinsam bewerkstelligen können. Ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 2. Bis zum nächsten Mal.